Mit diesen Monstern Pech und Schwefel. Das sind jetzt schon wir dann auch. Ja, das sind wir beiden. Sag mir nochmal deinen kompletten Namen. Ich möchte hier nichts falsch machen. Ich meine, wenn man schon so eng befreundet ist, dann will man auf Nummer sicher gehen. Das ist natürlich geil, dass wir uns nochmal sehen. Ne? It's incredible. It's awesome. It's awesome, man. I'm very happy to be here today. It was a long, long flight from Los Angeles, but now I'm standing here on that red carpet. I'm giving some. The red haired lady. And I go inside and next door, outside, helicopter, and then I'm going back. But I love it. I love Eins Live and I love the people only on the red carpet here. Sehr gut. Bruno Ceylan is a friend of mine. Yeah. Yeah, of course. And we are also friends. Now. Yeah, we're friends. Yeah, we're more than friends. Und weil wir ja jetzt Freunde sind, ne? Ja. Also so richtige Buddies ja auch. Wir sind super hier. Wir sind so. Wir beiden sind so. Darfst du dich auch in mein Freundebuch verewigen? Aber das mache ich doch sehr gerne. Name, was willst du haben? Matze Knob, Dieter Bohlen, Franz Beckenbauer, Jürgen Klopp, Pep Guardiola. Ich schreib dir alle. Komm, Pep. Schreibst du alle. Pep Knob. So, mein was? Mein zweites Monster-Ich. Mein zweites Monster-Ich ist natürlich immer noch Super Richie auf der einen Seite. Ist der Beste. Wir wollen ihn noch mal ganz kurz hören, bitte. Ich bin voll so der Monster-Ich und ich finde das echt konkret krass. Dieter Bohlen ist auch irgendwie so, so wunderbar. So, was kommt dann? Mein bester Shopping-Tipp ist natürlich McDonald's, weil da kriegst du zum Burger immer was zu spielen. So, dieses Schulfach mochte ich nie. Was? Nee, du musst schon richtig lesen, ne? Das ist ja schlecht geschrieben. Scheiße geschrieben. Was? Macht mir, pass auf, gruftig schlechte Laune. Oh, Chemie, da war ich ganz schlecht. Da kam ich immer zu spät, 15 Minuten, in der Hoffnung, dass die Stunde schneller rum ist. Und dann kam ich rein, dann hieß es, wer macht die Wiederholung, die Tür auf und stand ich da. Ah, der Matze. So, und dann hatte ich natürlich immer eine scheiß Note. Chemie, so, was hast du denn noch? Ja, diese Macke würde ich am liebsten totschweigen. Dass ich verliere grundsätzlich immer, also ich suche immer meinen Schlüssel, mein Handy, mein Portemonnaie. Einen Stift würde ich auch suchen, wenn du keinen bei hättest. Also Wahnsinn, oder? Suchen. Ich wusste es quasi. Ja, so mit diesen Monstern Pech und Schwefel. Das sind jetzt schon wir dann auch. Ja, das ne? sind wir beiden. Sag mir nochmal deinen kompletten Namen. Ich möchte hier nichts falsch machen. Ich meine, wenn man schon so eng befreundet ist, dann will man auf Nummer sicher gehen. Wie war auf jeden Fall. Ich sag nochmal den Vornamen. Ja. Ne? Das ist J. J. Ja. Jutta. Jutta. Nachname? Erster Buchstabe? V. Jutta Valentin. So. Seit 10 Jahren befreundet mit Jutta Matze Knob. Jutta Valentin und Super Richie. So, was hast du hier? Schriftsteller, der coolste Schriftsteller. Gruselcoolste. Gruselcoolste Schriftsteller. Ist das positiv oder ist das negativ? Ich finde, cool ist ja schon positiv, oder? Ja, mein Lieblingsschriftsteller ist Picasso. Ja. Ne? Der hat dort diesen Song komponiert. Total. Ein Hoch auf uns. So, ja. So für diese Band riskiere ich... Ebbe in der Monsterkasse. Was? Also, es gibt geile Bands, muss man ganz ehrlich sagen. Wen könnte ich denn mal nehmen? Wer ist denn eine geile Band? Toten Hosen sind schon nicht schlecht. Schreibe ich jetzt mal auf. Ich glaube, die kommen heute auch. Toten ne? Hosen sind sehr gut, muss man wirklich sagen. Wen haben wir noch? Band Aid, ne? Aber nicht Band Aid 30, sondern die von damals. Ja. Von 1824. Also nicht die jetzigen meinst du? Nein, natürlich nicht. Green Day finde ich auch nicht schlecht. Ist auch eine ganz gute Band. Und natürlich Roland Kaiser. Also das sind so meine Favorite Bands. Die passen auch einfach so musikalisch am besten zusammen. So, was hast du? Hier, bei diesem Schauspieler bekomme ich Gänsehaut. Das ist aber jetzt auch nett gemeint. Ja, also finde ich, Robert De Niro ist immer noch einer der Besten, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir haben natürlich auch tolle Schauspieler in Deutschland. Zum Beispiel die komplette Riege von GZSZ. Die ne? ist geil. Die darf man nicht unterschätzen. Wobei ich Alles, was zählt, teilweise noch besser finde. Ja. Die sind vom schauspielerischen Talent her, da haben die einfach mehr drauf. Ja, oder K11, oder wie heißt die Serie? Gibt es die noch? Frauentausch habe ich sehr gesehen. Da waren neulich zwei dabei, die haben mir richtig gut gefallen. So, GZSZ Frauentausch. Schreibe ich mal eben rein. Ich weiß die Namen nicht mehr von den Darstellern. Das ist kein Problem, das können wir rausfinden. Diese TV-Sendung... Nervt mich höllisch. Welche TV-Sendung nervt mich denn höllisch? Da gibt es, finde Tagesschau. Ich, ganz viel. Tagesschau, finde ich, die haben immer so negative Themen. Das könnten einfach mal ein bisschen fröhlicher gestalten. Wenn Monster die Welt regieren würden, dann wäre ich schon lange Papst.
Nein, da soll man keine Witze drüber machen. Wir müssen irgendwas nehmen, was nicht so, also amerikanischer Präsident. Dann wäre ich amerikanischer Präsident. Und zwar als Dieter Bohlen, als Franz Beckenbauer, als Franck Ribéry und als Pep Guardiola. Dann würde ich so richtig einen auf dicke Hose machen. Geil, also jeden Tag wäre anders, oder? Wenn, ja, Diagnose dicke Hose und zwar von morgens bis abends. Ich als amerikanischer Präsident, weißt du, und du als First Lady. Boah, geil. Das wäre doch, oder? Kriegen wir hin. Was würdest du als erstes ändern? Oh, hör mal, das ist schwierig, genau, ne? Genau, so machen wir's. Super, also du hast Entscheidungsgewalt und du bist auch total kreativ. Machen wir. Und authentisch, ich finde, das ist immer ganz wichtig, ne? Ja, natürlich, klar. Wie war nochmal der Name? So, amerikanischer Präsident. Und das Letzte. Was? Über diesen Spruch könnte ich mich totlachen. Ah, jetzt weiß ich's. Und zwar ist mir wirklich mal passiert, da war ich noch ein bisschen jünger, da stand ich, ist kein Spruch, ist eigentlich eine wahre Begebenheit, da stand ich an der Parkuhr, hab einen Euro reingeschmissen und hab gewartet, dass unten Kaugummi rauskommt. Ist kein Scheiß. Ich schreibe rein, dass ich der erste Erfinder bin, der einen Teebeutel erfindet, der nicht nass wird. So, das schreibe ich, das macht Sinn. Das macht total Sinn. Oder eine solarbetriebene Taschenlampe. Das ist der Hammer. Das solltest du dir direkt benutzen, aber das macht's ja nicht. Die solltest du dir wirklich direkt patentieren lassen. Ja, hör mal, ne, mein neuer bester Freund. Jutta und Matze. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ich habe demnächst wieder einen Film. Geil. Ein neues Comedy-Programm, was rauskommt. Das schneidest du ja wahrscheinlich eh wieder raus, so wie ich dich kenne. Na, ich? Ja? Ich habe alles drin gelassen. Also ein neues Comedy-Programm 2015 im Herbst. Das heißt Diagnose, dicke Hose. Und ein Film, Fußball, der kommt im März. Da parodiere ich, glaube ich, also da spreche ich, glaube ich, alle Rollen. Vielleicht sehen wir uns wieder. Ich würde mich sehr freuen. Ich finde auch, beim nächsten Film kannst du mich ruhig mal anschreiben, dass ich dann da mitspiele. Frau Valentin, ich gebe dir mal dein Buch. Jutta. Juti, Jutta. Ja, das war's dann auch schon von uns für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einfach einen Daumen nach oben. Darüber freuen wir uns natürlich wie immer sehr. Und alte Videos von uns, die findet ihr natürlich wie immer hier unten.